Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß. Dieser Spruch gilt spätestens, seit Henry Ford die Tinlessy am Fließband fabrizieren ließ und damit den Individualverkehr als Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs erfand. Dieser Motor läuft bis heute mit Öl, was nicht selbstverständlich ist, denn Henry Ford selber bevorzugte eher Ethanol im Tank, denn Benzin. Dass es dazu nicht kam, haben wir dem Umstand zu verdanken, dass die ölfördernde Industrie schon damals sehr, sehr mächtig war und sich dieses Bombengeschäft mit dem schwarzen Saft nicht entgehen lassen wollte. Auch wenn das heute wie Science Fiction klingt, aber damals wurde Öl vor allem in den USA aus dem Boden gepumpt. Pennsylvania zum Beispiel oder Texas. Überall schossen Bohrtürme wie Pilze aus der Erde. Und wenn wer Öl außerhalb der USA benötigte, wurde dieses Öl von den USA in die entsprechenden Regionen exportiert. So auch in den Nahen Osten. Zum Beispiel nach Persien oder Saudi-Arabien. Im ganzen Satz, die USA exportierten mal Öl in die Region, aus der sie heute importieren. Öl. Mit diesem Saft entstand dann nicht nur eine ganze Industrie, sondern auch das, was wir heute gar nicht mehr als Nebenprodukt dieser Industrie erkennen. Moderne Städte mit ihrer Infrastruktur, die vor allem auf das Auto ausgerichtet sind. Das sind ja nicht nur breite Straßen, jede Menge Parkplätze und Tankstellen. Das sind auch lange Wege von A nach B. Daily, die ohne Auto gar nicht zu machen wären. Mit dem billigen Öl entstand erst die Vorstadt, ein Wohnort also für den in der City lebenden mobilen Menschen. Mit dem Öl entstand der Pendler und der Supermarkt, in dem man einmal die Woche den Großeinkauf tätigt, und der weit außerhalb gelegene Freizeitpark. Mit dem Öl entstand ein Großteil der gesamten Freizeitindustrie. Du willst im Urlaub ans Meer zum Wellenreiten? Nimm das kerosingetriebene Flugzeug. Dein Brett ist eh aus Plastik. Du transportierst es vor Ort mittels billigen Mietwagen und auf dem Teller findest du Lebensmittel aus aller Welt. Eingeflogen. Öl ist mehr als eine Flüssigkeit, die wir benötigen, um Motoren für uns arbeiten zu lassen. Öl ist mehr als der Grundstoff für ganze Industrien, als der wären zum Beispiel die Pharma-, die Kunststoff- oder die Kunstdüngerindustrie. Öl ist die Basis für den Lifestyle, den wir unter dem Sammelbegriff Westen gar nicht mehr dekodieren. An diesen Lifestyle haben wir uns gewöhnt. Zuerst in den USA, dann in Europa und schon bald in all jenen neuen Industrienationen, die wir als Aufsteigerstaaten bezeichnen. Aufstieg heißt für uns vor allem Konsum von Gütern, die ohne Öl gar nicht in ausreichender Menge produziert werden können, damit man von Marktwirtschaft sprechen kann. Während in Deutschland ein Auto in den 40er Jahren noch ein Luxusgegenstand war, in etwa so verbreitet wie bis heute die 18 Meter Motorjacht am Starnberger See, war der eigene Wagen in den USA bald derart günstig zu haben, dass 25% der Bürger mit der dazu erfundenen Autokreditwirtschaft bald ein Auto fuhren. Der damals noch Österreicher Adolf Hitler und großer Fan Henry Fords ließ sich von dessen Fließbändern inspirieren, um dann das zu tun, was Adolf eigentlich immer tat, wenn er später die Massen hinter sich bringen wollte. Er kopierte die Idee eines anderen und gab sie als die eigene aus. Soll heißen, das deutsche Volk mittels Massenmotorisierung, sprich dem KDF-Wagen, Rufname Käfer, im wahrsten Sinne für sich zu mobilisieren, stammte aus den USA. Mit der Industrialisierung des deutschen Volkskörpers begann im damaligen Deutschen Reich die Vollbeschäftigung. Wer täglich voll beschäftigt wird, ist nach der Arbeit oft zu müde, um über das nachzudenken, was parallel um ihn sonst herum passiert. Wenn überhaupt, hat er noch Energie für leichte Unterhaltung. Hier setzt Propaganda an. Manipulation der Massen, denen man vorgaukelt, dass das Wichtigste ein 8-Stunden-Tag ist und die dann mittels Werbung für immer neue Produkte auf Trab gehalten werden. Dieses auf Trab halten ist ohne Öl nicht möglich, denn Öl ist der Schmierstoff schlechthin. Er erzeugt, wenn er nur reichlich genug fließt, das, was wir sozialen Frieden nennen. Der kommt dann aber parallel dazu nicht ohne Krieg aus, denn unser Öl kommt schon lange nicht mehr von uns. Die Menge, die wir selber an Öl fördern, reicht bei weitem nicht aus, um auf derart hohem Niveau zu leben, wie wir das im Westen seit ca. 150 Jahren tun. Alle großen Kriege der letzten Jahrzehnte sind, egal unter welchen Vorzeichen sie später in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben wurden, in Wahrheit Kriege um den Rohstoff Nummer 1, Öl. Der Zweite Weltkrieg war auch ein Ölkrieg. Er wurde um und mit Öl geführt. Eine moderne Armee, eine Supermacht, ist ohne Öl leichte Beute. Und so musste der die Armee des Gegners stoppen wollte, vor allem den Nachschub unterbrechen. Oder im Umkehrschluss, wer wollte, dass die eigene Armee am Ende gewinnt, musste Öl zu jedem Kurs kaufen. Von den Anbietern. Und da ist der Plural eher ein Witz. Dass die Ölmultis keine Gnade kennen, weiß jeder, der schon mal in den großen Ferien in den Urlaub fahren wollte. Worauf er sich verlassen kann, ist, dass kurz vor Beginn der Reisewelle die Benzinpreise erhöht werden. Wer nach Logik in der Begründung sucht, hat etwas Grundsätzliches nicht verstanden. Der Multi generell, und so auch der Ölmulti, braucht keine Begründung. Er ist Monopolist und er kann die Preise diktieren. Das tat er schon immer und ohne Ausnahme.
Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel verkauften amerikanische Öllieferanten der eigenen Regierung Treibstoff zu überhöhten Kursen. Sie wussten, dass die amerikanische Armee jeden Preis bezahlt hätte. Schließlich wollte sie den Zweiten Weltkrieg gewinnen und als Supermacht in Zukunft die großen Weichen stellen. So viel zum Thema Skrupellosigkeit oder dem Märchen, zum Beispiel amerikanische Ölfirmen seien nur deshalb so aggressiv in ihrem Geschäftswaren, weil es ihnen um das Wohl des amerikanischen Volkes ginge. Dem ist nicht so. Alle Multis und vor allem die Ölmultis sind geldgierig, denn Geld ist ein Global Player. Geld spielt mit uns, global, und kennt keine Seite, die es verschonen würde. Für Geld kann man alles kaufen. Meinungen, Interessen, Systeme. Das Wort Scheindemokratie kann man bei genauem Hinsehen immer häufiger wörtlich nehmen. Bei aller Grausamkeit muss man der Öllobby aber auch Humor bescheinigen. Benzin wird teurer, weil die Nachfrage international gestiegen ist. Oder Benzin wird teurer, weil die Nachfrage international stark zurückgegangen ist. Einer dieser Sätze kommt immer dann, wenn Urlaub vor der Tür steht. Manchmal kommen die Sätze auch direkt nacheinander. Das ist kein Witz, sondern nur möglich, weil wir erpressbar geworden sind, man uns mit Öl unter Druck setzen kann. Und mit Druck kennen sich die Ölmultis aus. Jede Ölquelle, die man anzapft, steht unter Druck. Nur muss dieser ständig erhöht werden, je älter die Quelle wird. Irgendwann aber ist Schluss und der Aufwand für einen Barrel Öl steht ab Punkt X in keinem Verhältnis mehr zu den Kosten, die man aufwenden muss, um es aus dem Boden zu pumpen. Das gilt für jede Ölquelle und damit für die Erdölvorkommen weltweit. Öl wächst nicht nach. Was nachwächst, und zwar rasant, ist der Bedarf und sie müssen immer neue Ölquellen her, immer schneller. Wer das als erster erkannte, sprich noch bevor die USA im Ausland nach Öl bohren ließen, war ein Mann, dessen Familie aus Rheinland-Pfalz, sprich dem kleinen Dorf Rockwell, stammte. Rockefeller. Rockefeller kaufte bei der amerikanischen Eisenbahngesellschaft Transportvolumen, indem er so tat, als würde er für 80% der damaligen Ölfirma auftreten. Ein Fake. So bekam er eine Flatrate, die Konkurrenz alt aussehen ließ. Denn wer billiger Sprit transportieren kann, kann diesen später auch billiger verkaufen. Mit diesem und weiteren Taschenspielertricks schuf Rockefeller binnen weniger Jahre ein Monopol, das derart gigantisch war, dass ihm die anderen Industriemagnaten der Zeit wie Vanderbilt, Morgan oder Carnegie aus der Hand fraßen. Rockefeller schuf mit seiner Firma Standard Oil, heute Exxon, eine Industriekrake, die so gefräßig wurde, dass die Regierenden der damaligen Vereinigten Staaten sich genötigt sahen, das erste Anti-Monopol-Gesetz auf den Weg zu bringen. Standard Oil wurde zerschlagen, aber das sorgte nur dafür, dass die Standard Oil-Krake mehrere Köpfe bekam. So entstanden 7 große Ölmultis, 5 amerikanische mit Rockefeller als graue Eminenz im Hintergrund und 2 Giganten aus und in Europa. Diese wenigen Firmen sorgen im Großen und Ganzen bis heute dafür, dass immer genügend Benzin an der Zapfsäule bereitsteht, wenn du mal wieder richtig sexy Auto fahren willst. Stichwort zapfenfrei blasen. Es kann nicht schaden, sich mit der Geschichte der Ölanbieter auch im Einzelnen auseinanderzusetzen. Dann nämlich würde klar, woher das verkaufte Öl eigentlich kommt oder zumindest mal kam. BP, zu denen heute Aral gehört, hieß seinerzeit British Iranian Oil. Die Firma war lange Jahre ein englisch-persisches Konstrukt und förderte, wie der Name verrät, vor allem iranisches Öl für das englische Empire und seine Freunde. So weit, so gut. Nur als der Iran 1951 aus eigenen Stücken die Demokratie einführte und der damalige Ministerpräsident Mossadegh das Öl verstaatlichte, zerstörte er das Geschäftsmodell von BP. Aber Mossadegh trat mit dieser persisch-volksnahen Politik auch noch mehreren Volkswirtschaften auf die Füße. So wurden die USA aktiv und ließen den Mann vom amerikanischen Geheimdienst wegputschen. Öl als Grund, Demokratie gegen Diktatur zu tauschen. Daily Business. Bis heute. Nach dem Putsch ließen die USA die Marionette Schah von Persien an Fäden auf den Pfauenthron herunter. Sie unterstützten ihn Jahrzehnte mit reichlich Militär, damit er vor allem das eigene Volk in Schach halten konnte. Und wieder floss iranisches Öl zu Top-Konditionen Richtung Westen. Und der Iran war der beste Freund aus dem Nahen Osten, den man sich vorstellen konnte. Der Schah von Persien war auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, ein gern gesehener Top-Gast. Und die USA verkauften ihm bis auf Atomwaffen alles. Selbst der heutige Erzfeind Israel leistete damals Agrarhilfe. Israel unterstützte den Iran bei Fragen der so wichtigen Landwirtschaft, bildete sogar das Militär an neuestem Kriegsgerät aus. Mossad und Zawak, 2 Geheimdienste, die sich als Partner in der Region verstanden. Damals. Und Deutschland? Deutschland wurde zum Wirtschaftspartner Nummer 1 des Iran. Was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass der Schah in der Schweiz groß geworden war und seine zweite Frau Soraya deutschstämmig war. So weit, so gut, bis 1979 mit Khomeini die Revolution ins Land kam. Der Schah, der nichts anderes war als ein Diktator mit guten Freunden im Westen, wurde aus dem Amt gejagt und mit ihm alle Firmen, die im Land für den Westen Öl förderten.
Wie über Nacht wurde die gesamte Region vom Westen zum Krisengebiet erklärt und plötzlich waren alle Araber, denen man nicht über den Weg trauen konnte, obwohl der Iran zum Beispiel gar kein arabischer Staat ist und zum Beispiel die größte jüdische Community außerhalb Israels, aber in dessen Nachbarschaft im Iran lebt. Länger als es Israel überhaupt gibt, sprich seit Hunderten von Jahren und in enger Freundschaft mit den Persern. Das war so und das ist so bis heute, außer in den Hauptnachrichten, weil es passt nicht ins Welt. Oder muss ich sagen, Feindbild. Wo immer in der gesamten Region Öl eine Rolle spielt, war und ist es mit dem Frieden vorbei. Denn ganz gleich, ob unter deinem Land Öl gefunden wird oder du als Region im Weg bist, wenn Ölpipelines verlegt werden, Öl ändert alles. Du gerätst, ob du willst oder nicht, in den Fokus derer, die das Öl viel dringender brauchen als du. Du gerätst zwischen die Räder internationaler Interessen. Öl war der Grund, dass der Irak unter Saddam Hussein hochgerüstet wurde. Denn der Westen hatte Angst, dass die iranische Revolution auf den Irak übergreifen würde. Damit wären auch die Ölquellen perdu gewesen. Öl war der Grund, dass der Iran mal der beste Freund des Westens und dann plötzlich zum Erzfeind wurde. Wegen der strategischen Nähe zum Öl waren erst die Russen in Afghanistan, bis sie von den USA via Taliban vernichtend geschlagen wurde. Heute sind wir wegen des Öls in Afghanistan, nicht wegen Mädchenschulen. Afghanistan ist ein Transferland für Öl und auch für Erdgas. Wegen Öl macht der Westen mit den fiesesten Regimen gute Geschäfte und schaut bewusst weg, wenn es um Menschenrechtsfragen geht. Der Zerfall der UdSSR sorgte dafür, dass neue Staaten im kaspischen Raum entstanden. Sie alle fördern Öl gen Westen und sie alle werden vom Westen gefördert, wobei es keine Rolle spielt, dass Demokratie dort nie zur Debatte stand. Auch Saudi-Arabien, unser Partner Nummer 1 in der Region, ist ein reiner Familienbetrieb der Familie Saud. Lichtjahre von Demokratie entfernt, als Frau darf man dort noch nicht mal Auto fahren. Aber Saudi-Arabien ist eben das wichtigste Ölfass der Welt und solange das so bleibt, wollen wir nicht meckern. Der gesamte und inszenierte Krieg gegen den Terror, der mit dem 11. September in eine neue Runde gegangen ist, ist in Wahrheit ein Krieg um Öl. Neue Ölquellen müssen her und alte gesichert werden. So wundert es nicht, dass obwohl die Terroristen des 11. September aus Saudi-Arabien kamen, der Westen sie seit 10 Jahren erst in Afghanistan und dann im Irak suchte, mit erfundenen Beweisen bezüglich Massenvernichtungswaffen. Wie gesagt, neue Ölquellen müssen her und die in Saudi-Arabien muss der Westen ja kein zweites Mal erobern. Die saudischen Herrscher und der Westen sind sich in der Sache einig, Öl zu günstigen Konditionen, trotz OPEC. Einem Zusammenschluss der Ölförderstaaten im Nahen Osten mit dem Ergebnis, dass der Ölpreis seit den 60ern explodiert ist. Vor der OPEC wurde ein Barrel Öl, also ein Fass, für unter $3 gehandelt. Heute bewegt es sich gern auch um die $100 und ein Ende ist nicht in Sicht. Jedes Mal, wenn Öl knapper und damit teurer wird, kostet das den Westen Milliarden und letztendlich Arbeitsplätze in der Wirtschaft. Merke, wer zu Hause Ruhe haben möchte, tut gut daran, das aus dem Ausland kommende Öl zu kontrollieren. Sonst hat er bald die arbeitslosen Massen an der Backe und wird selber aus dem Amt gejagt. Dieser Druck ist weltweit spürbar. Für all jene, die um Öl miteinander konkurrieren, aber vor allem auch bei denen, die über große Ölvorkommen verfügen. Öl weckt Gier und wenn die nicht entsprechend bedient wird, kommt es zum Krieg. Wer sich als Ölstaat der Kontrolle durch den Westen als Verbraucher Nummer 1 entziehen möchte, hat nur eine Chance gegen die Übermacht der Ölkonsumenten und ihrer Tools, der Waffenindustrie. Er braucht selber Atomwaffen. Warum? Weil Öl ein derart begehrtes Gut ist, dass die Restwelt alles unternimmt, um es dir, dem Besitzer, abzunehmen. Das war so, das ist so und das bleibt so, bis der letzte Tropfen aus der Erde geholt ist. Die Geschichte der Ölindustrie kommt ohne Krieg gar nicht aus. Krieg ist wesentlicher Teil des Geschäftsmodells. Deshalb, hast du keine Atomwaffen, aber Öl, bist du früher oder später ein Übernahmekandidat. Wer das natürlich längst kapiert hat, ist der Iran. Und so strebt nicht er, sondern auch er die Bombe an. Laut aktueller Äußerung von Tony Blair zum Krieg gegen den Terror ist jetzt der Iran der Hauptfeind des Westens. Nachzulesen pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des 11. September in Spiegel Online. Hieße BP, nicht wie heute British Petroleum, sondern wie damals British Iranian Oil, wäre für Tony Blair der Iran der Freund schlechthin. So aber spricht Blair als Teil eines Empires, das ohne Öl zusammenbricht wie ein Kartenhaus, nur das aus, was die Wirtschaftsbosse ihm diktieren. Er bereitet die Welt auf einen neuen Feind vor. Ein Feind wird kreiert. Das Gefährliche am Iran, so die offizielle Doktrin, ist nicht, dass er Atomwaffen besitzt, sondern dass er sich welche anschaffen möchte. Seine Nachbarn zum Beispiel, Pakistan, Indien, China oder auch Israel, sind dagegen ungefährlich, weil sie schon Atomwaffen haben. Und was sagte unlängst der langjährige US-Präsidentenberater Brzezinski zum Thema? Ich zitiere das.
Ein Iran mit Atomwaffen ist nicht gefährlicher als Israel. Atomwaffen sind keine Angriffswaffen. Sie dienen der Abschreckung. Wegen dieser abschreckenden Wirkung haben wir hier in Europa seit mehr als 6 Jahrzehnten Frieden. Das jedenfalls ist die offizielle Begründung, wenn wir hier Atomraketen in den Silos packen. Warum sind exakt diese Atomwaffen, die bei uns für Ruhe und Frieden sorgen, in den Händen des Irans eine Gefahr für eben diesen Frieden und diese Freiheit? Weil der Iran ein Mullah-Staat ist, also ein Staat, der sich auf Gott beruft? Das tut inzwischen auch die USA in jedem zweiten Satz. Es steht sogar auf der Währung, mit der man ausschließlich Öl am Weltmarkt kaufen kann, dem US-Dollar. In God We Trust ist da zu lesen. Der Dollar ist übrigens grün, die Farbe des Islam. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen beiden Systemen. Wer keinen weiteren Ölkrieg im Nahen Osten möchte, könnte auf die Idee kommen, dass die atomare Bewaffnung des Iran vielleicht die beste Lösung wäre. Hat Barack Obama nicht gleich zu Anfang seiner Amtszeit dafür geworben, die Zahl der Atomraketen nicht ansteigen zu lassen? Na dann los, einfach die eigenen Bestände splitten und sie dem Iran überlassen. Dann kann man zumindest sagen, es gibt nicht mehr Atomwaffen. Sie sind nur gerechter verteilt. Wir alle ahnen, dass das nicht so kommen wird, denn ein atomar bewaffneter Iran ist a. uneinnehmbar und kann b. sein Öl zu Konditionen am Weltmarkt verkaufen, die den Westen alt aussehen lassen. Also gilt die Taktik, Iran dämonisieren, wie seinerzeit den Irak oder heute Afghanistan. Ein Land, das auch Moslems als Bürger hat, aber schon viel länger Buddhisten, Hindus und auch Juden. Aber das passt nicht ins Weltbild. Eine entsprechende Hetzberichterstattung über den Iran ist bereits auf dem Weg, wie auch schon die Dämonisierung der Moslems im Allgemeinen über Jahre diesen Zweck erfüllte. Es ging nie um Moslems. Es ging immer um den Saft, den man unter dem Boden vieler Staaten findet, die den Koran als ihre Religion bevorzugen. Man muss sich gar nicht über hysterische Amerikaner aufregen, denen das Fernsehen ja wohl alles erzählen kann. Auch bei uns schaffte es entsprechende Berichterstattung, dass der Einzelne sich von 19 Moslems mit Teppichmessern, die in den USA zu Tode gekommen waren, mehr bedroht fühlte und fühlt, als zum Beispiel von Millionen Gastarbeitern aus der Türkei, die seit den 60ern die Bundesrepublik mit aufgebaut hatten, seine Nachbarn sind und bei denen er täglich seinen Döner kauft. Das ist Propaganda. Manipulation der Interpretation der Wirklichkeit, wieder persönliche Erfahrung. Und jetzt? Wie sagte schon Albert Einstein? Probleme lassen sich nicht mit den Denkweisen lösen, die zu ihnen geführt haben. Jetzt heißt es, das Gehirn einschalten und sich über das Problem Öl und Ölbeschaffung klar werden. Ein nicht lösbares Problem, denn das Ölzeitalter geht dem Ende entgegen. Viel schneller, als uns das Regierungen beichten wollen. Immer wenn wir an die Zapfsäule fahren und bares Geld in die Kassen der Ölmultis pumpen, machen wir unseren Segen mit der Beschaffung dieses Saftes. Öl ist ohne Blut nicht zu bekommen. Wer Öl und seine Nebenprodukte einspart, indem er zum Beispiel sein Verhalten korrigiert, geht den ersten Schritt. Soll heißen, die stärkste Aufforderung, etwas zu ändern, ist es selber zu tun.